Ja, herzlich willkommen immer noch auf der Born to Brick. Neben mir steht ein bekanntes Gesicht, nämlich der Jan, auch bekannt als Bricktendo. Mahlzeit. Seine Standardbegrüßung. Und der Jan hat ja mal wieder hier Beleuchtung pur mitgebracht. Von der Autobahn bis hin zum Riesenrad. Hier den Ecto, der macht ja auch Geräusche, ne? Ja, original Filmmelodie. Und wir haben ja jetzt... Ah, da hört man sogar schon was. Genau. Und... Die Autobahn, die war ja letztes Jahr schon da, du hast aber, glaube ich, ganz vergrößert, ne? Die ist im Prinzip genau doppelt so groß, wie sie war. Also, ja, vorher waren es 4 Platten, jetzt sind es 8. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Also, ich will es nicht noch größer machen. Vielleicht doch. Ja. Mal schauen. Ja. Ja, ich denke, aber bei einer Autobahn geht ja noch was, ne? Da kann Autobahnbrücken gebaut werden, da kann vielleicht auch mal eine Unfallsituation simuliert werden oder sowas. Oder willst du das gar nicht haben, weil das wieder zu... schlecht ist. Nee, würde ich tatsächlich sogar machen. Ich hätte auch noch den halben Tisch jetzt frei. Nur irgendwann, ich wurde schon genötigt, die Autos sollten sich dann bewegen. Vielleicht irgendwann fahren. Und das ist ein bisschen größerer Act. Vielleicht irgendwann mal, ja. So. Ja. Dein Thema ist ja aber auch Beleuchtung, ne? Ja, also wie man unschwer erkennen kann, hier leuchtet 80% vom Tisch. Genau, das ist so das Geilste, finde ich, für mich. Also, sorry, das ist einfach so. Ja. Man kennt dich ja als YouTuber und Beleuchtung ist ja alles so dein Ding, ne? Aber vielleicht auch mal so ein bisschen hinter der Person Jan. Ja, was bewegt dich eigentlich so zum Lego-Bauen? Es ist die beste Achtsamkeitsübung, die man haben kann. Also ich arbeite im sozialen Bereich, aktuell in der Suchteinrichtung und ich finde, wenn man heimkommt, der Tag stressig war, ist Lego-Bauen das Geilste, was man machen kann. Ja, geht vielen, glaube ich, so, ne? Ja, denke ich auch. Und Kollegen und so weiter, was sagen die dazu? Die bauen teilweise auch Lego. Hey, cool. Also so Kollegen hätte ich auch gern. Ja. Und was sind so deine Zukunftsprojekte? Weitere Ausstellungen besuchen und weiter beleuchten. Also was sich so ergibt, ja. Und wir waren ja auch zusammen beim Brickpot, ne? Und da habe ich so ein Laster gesehen. Ne? Und... wir haben ja auch noch einen Podcast zusammen, ne? Ja, stimmt, den wir sehr, sehr unregelmäßig, regelmäßig betreiben, aber auch der wird natürlich weiter betrieben. Also auch weiterhin Zukunftsprojekt, ne? Und in diesem Sinne, schaut euch nochmal weiter um bei der Born to Brick. Jan, danke fürs Interview. Danke dir und ja, viel Spaß noch. Ciao, ciao.